Du, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:33 Uhr. Es ist der 26. April 2022. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir steigen ein mit der 14.100er Marke. Wir haben ein Gap, das wurde gleich geschlossen und die Big Number, die erste Falle, die wir morgens platzieren. 14.107 Long, 14.92 Short. Und wo ist die Zielmarke? Einmal oben hin die 50er. Nach unten genau das gleiche. Müsste hier sein. So, dann haben wir Daily Pivot und Big Number. Da wird so einiges an Störfaktor sein. Also, das die erste Falle und wir sind direkt 8:34 Uhr long im DAX. Und die zweite Order liegt bei 92 in Vorbereitung, 8:34 Uhr. So, das bedeutet, wir gehen hier auf angepasst und gehen auf die 50er-Zone erstmal hin und gehen einmal in die Vergangenheit. Wie ist es gestern gelaufen mit den Blue Boxen? Am Nachmittag sehen wir extrem Vola. Wir hatten eine 26er, so eins und die ist dann hier oben ausgebrochen. Ansonsten hatten wir gestern hier die Zonen. Um die 13.900 haben wir gestern gefightet und bei der 14.000er Marke. Und wir sind jetzt, wie gesagt, 100 Punkte höher. Wir sehen es hier und im zweiten Trade. Die Vola-Boxen gucken wir uns mal an. Wo kommt die Vola-Box heute vorbörslich rein? Bei 14,77. 14,77 ist so der aktuelle Preis zu 14,62. Ja, 77 ist denn da, wo jetzt unser Take Profit ist. Da ist die Vola-Box, soll sie reinkommen. Okay, und dann fangen wir wie jeden Morgen an mit unserem Großwetterbericht und starten hier mit Bitcoin. Vorlage, zickzack. So, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Short. Wir sind bei 40.400 und der nächste Markt ist der Dow Jones. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short. 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Short. Technologiebörse, erstmal S&P. Daily Short. Diese Woche ja wichtige Konjunkturzahlen. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Short. Ähnlich. Und gucken wir uns die Technologiebörse Nasdaq. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long. 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Öl. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Gold. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Short. 15 Long und 5 Minuten Short. Und der letzte Markt ist der DAX. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Übergewichtung hier bei den Indizes immer noch Short. Erholungspotenzial ist da. Wir sind im zweiten Trade jetzt Short mit der Big Number 8:38 Uhr. Und der Countdown läuft.
4, 3, 2, 1 und los geht's. Vierter Trade. Wir sehen hier auf dem linken Bildrand die Eröffnungs- neun null neun So, in welche Richtung geht's hier? Und wir sind raus. Und sind im ersten Trade wieder drin. Big Number das zweite Mal. So, wir verabschieden uns bei den YouTubern und machen dann morgen weiter. Heute 10.05 Uhr wieder Market Roundup mit Dustin hier im Raum. Und wir sind hier auf der linken Seite im ersten Trade. Long. Aus. Nächste Trade. Zweite Mal die Big Number. Die Roller Box. So, wir sind im dritten Trade. Wir gehen auf angepasst.
Guten Morgen, Heiko, Tanjano, Claudia, Rita, Peter, Eleanor, Alexei, guten Morgen. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch